Nur noch 5 von uns sind übrig. Jetzt, wo Matt ausgeschieden ist, steigen meine Chancen, denn er war mein schärfster Rivale. Dass er gehen musste, nützt mir sehr. Jeder kann hier gewinnen. Sollte ich als Letzter übrig bleiben, wäre das der Hammer. Aber die Konkurrenz ist stark. Da ist zum Beispiel Gary. Gary ist der Joker. Einfach unberechenbar. Auch in früheren Challenges wusste man nie, was er wieder anstellt. Das eine Mal klemmt er sich Alligatoraugen vor seine eigenen. Schau mal. Oder fällt einen giftigen Baum. Ich habe ein Problem. Und jetzt ist er einer der letzten 5. Gefunden. Zu Beginn war er richtig gut. Her mit dem Honig. Hier geht's richtig ab. Oh mein Gott. Gary könnte gewinnen. Walk across that finish line. Coming in hot. Dan muss man im Auge behalten. Er ist blitzgescheit. Er weiß sich anzupassen und findet immer ungewöhnliche Lösungen. Und das ist hier draußen extrem wichtig. So hat er nicht nur 21 Tage, sondern auch 60 Tage Challenges geschafft. Er könnte also gewinnen. Ich bin der Erste. Wahnsinn! Woz ist ein Muskelprotz, der Bäume ausreißen kann. Für jemanden, der aussieht wie die Albino-Version vom Hulk, ist er wirklich schlau. Er kennt sich aus, ist stark und gibt niemals auf. Er ist ein genialer Survivalist. Genau wie Dan hat er 60 Tage geschafft. Er ist ein ernstzunehmender Konkurrent. Mein Herz rast. Und dann ist da noch Jeff. Bist du bereit? Jeff ist ein Großmaul, genau das. Man kann ihn kilometerweit hören. Egal, ob er einen Minifisch oder einen weißen Hai fängt. Er ist dickköpfig wie ich, was schlecht ist, da er sich bis zum Ende durchbeißt. Und dann bin ich noch da. Ich bin der König, im Ernst. Ich habe die meisten Tage und die meisten Challenges von allen geschafft. Ich ziehe alles durch. Aufgeben gibt's bei mir nicht. Zahn verloren? Ich mache, was ich am besten kann. Wichtig sein. Nur noch 5 Teilnehmer sind übrig. Die nächsten 8 Tage entscheiden, wer die $100.000 gewinnt. Und wer als Erster einen Survival-Index von 10 Punkten verliehen bekommt, sowie den Titel Last One Standing. Gehst du jagen? Es wird heiß, da kommen die Tiere raus. Heute ist der beste Tag, was zu erlegen. Vielleicht hat einer von uns Erfolg. Oder beide. Wäre cool. Ich bin zufrieden, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Ich bin ein guter Jäger. Mir ist schwindelig geworden. Der Jäger ist schwach. Ich zeig dir die Fischfalle. Nur ich weiß, wo sie ist. Hier. Ned. Sieht schlammig aus. Das Wasser steigt. Was ist passiert? Da sollte was drin sein. Leider kein Fisch. Ist doch keine Überraschung, so wie der Fluss aussieht. Es hat gestern stundenlang geregnet. Trotzdem wäre es schön, was in den Magen zu bekommen, damit ich weiter klar denken kann. Denn in der Wildnis ist es wichtig, kreativ zu sein, um Lösungen zu finden. Wir haben ja schon seit langem nichts mehr gegessen. Ich wollte dir den Standort zeigen, vor dem Ausscheidungswettkampf. Ich habe dieses Jagdversteck gebaut, weil es hier viele Wildwechsel gibt. Einer führt nur 10 Meter entfernt vorbei. Es ist die perfekte Stelle zum Jagen, wenn sie hier vorbeilaufen. Ich warte verschlagen, um was zu jagen.
Es ist schwer zu erraten, was der nächste Test sein wird. Wenn es nach mir ginge, wäre mir Feuer machen mit einem Quirlbohrer am liebsten. Damit kenne ich mich aus. Außerdem habe ich in den letzten Monaten Bogenschießen geübt und bin jetzt richtig gut darin. Sollte das die Aufgabe sein, traue ich mir das auch zu. Das war gut. Das Tier wäre erlegt. Ich bin bereit für alles und werde bei keinem Wettkampf rausfliegen. Da hinten ist Wasser. Wenn die Tiere trinken wollen, kann ich sie von hier aus erlegen. Aber sie müssen kommen. Nur noch wenige Tage bis zum nächsten Ausscheidungswettkampf. Das wird sicher der bisher härteste. Weil ich nicht weiß, worauf ich mich vorbereiten muss, bereite ich mich am besten auf alles vor. Meine Vorbereitungen treffe ich in der Nähe der Stelle, wo der Ausscheidungswettkampf stattfindet. Ich befinde mich ungefähr hier. Zum Wiedererkennen habe ich diesen Baum markiert. Mein Plan? Ich sammle Brennmaterial für ein Feuer und Material, um ein Lager zu bauen. Das alles verstecke ich in der Nähe des Kreuzes. Ich räume diese Stelle frei für ein mögliches Lager. Sollte der Test darin bestehen, eins bauen zu müssen, bräuchte ich nur noch ein paar Stützen hier hinzustellen. Dann noch etwas Gras schneiden und aufs Dach werfen und fertig wäre das Lager. Außerdem könnte ich hier Zunder lagern. Er würde trocken bleiben, selbst wenn es regnet. In dieser Gegend liegt viel Treibgut rum, das angeschwemmt wurde. Es lässt sich super leicht sammeln und ist perfektes Brennmaterial, denn es liegt weiter oben. Das sieht man zum Beispiel hier. Obwohl es gestern geregnet hat, ist es trocken. Es brät förmlich in der Sonne. Genau, was ich brauche, wenn ich auf die Schnelle ein Feuer machen muss. Meine Ausgangslage ist super. Ich will unbedingt bis Tag 45 hierbleiben und der Letzte sein, der übrig bleibt. Ich glaube, da kommt ein Unwetter. Oh yeah. Ein heftiges Gewitter ist aufgezogen. Der Regen ist kalt. Ich packe besser zusammen und gehe zurück. Ich glaube nicht, dass jetzt noch viele Tiere unterwegs sind. Sie verstecken sich wahrscheinlich, wo immer sie können.